Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Dienstag, dem 30. Juli 2024 um, ja, kurz vor 7:30. Und ich bin schon wieder beschenkt worden mit französischer Backspezialität. Ich habe schon zu dem guten Mann gesagt, ich glaube, ich muss meiner Frau sagen, ein Brot weniger, sonst verfette ich hier noch total. Guten Morgen, Leute, ich grüße euch, ja, wiederholt heute am 30. Und man könnte auch schon sagen, oder man könnte auch sagen, das hatten wir doch gestern schon, ja, hatten wir, ich nehme euch auch nicht lange mit. Heute machen wir mal so ein kleines extra zusammengestückelt. Ja, Rangierniveau deaktivieren. Habe ich doch gemacht, mein Gott. Hetz mich nicht. Könnte ich auch sagen. Ja, man hat mich wieder beschenkt mit einem lecker Teilchen. Ey, das ist echt unfassbar. Und auch so hat es super gefluckt. Wir haben eine Ankunftszeit von 11:48. Gut, das kann uns natürlich noch durch Bruchsal und diverse andere Dinge zerschossen werden. Kann, muss aber nicht. Es wäre schön, wenn ich es heute vor 1 schaffe, rein nach Hause, weil meine Frau fährt mit der Tochter nach Bad Hersfeld zum Krankenhaus. Irgendwie Vorgespräch, tralala. Und ja, Klein Theo muss da natürlich mit, außer ich bin vor 1 drin, dann bleibt er bei mir. Zumindest hat er meine Frau gestern so erzählt. Mit mir muss er natürlich dann die Runde mit den Hunden machen. Und ich sage euch, wir haben gerade mal nach so 7:45 oder was und jetzt sind schon 23, 24 Grad. Also es ist echt heftig. Da war er wieder mit seinem Elektro-Truck. Ach, Kerle, da habe ich doch glatt was vergessen, ey. Eigentlich muss ich da gleich mal irgendwie anhalten und schnell raus. Ja, heute nicht. Weil ich halt ja auch nichts davon. Er ist frei und dann zack und gut ist. Na. Ja. Nee, ich habe meinen Windabweiser irgendwie. Ist der noch eingeklappt, sehe ich gerade. Naja, gut, dann können wir mal da hinten an der Ampel richten. Ich hoffe es jedenfalls, dass es passt, sonst müsste ich anderweitig anhalten. Ah, ich gehe erstmal davon aus, dass wir das hinkriegen. Die paar Meter fahren wir mit eingeklapptem Teil. Ja. Ah, kommt da raus. Also. Die Gefahr ist groß. Nee, er tut's nicht. Die Gefahr ist groß. Naja, ist auch eine Frau am Steuer, die sind ein bisschen vorsichtiger. Nicht so dreist, obwohl, naja, wenn ich mir so anschaue, da habe ich jetzt, da gestern, nee, wann war das am Wochenende, war das, da habe ich gelesen, da ist eine Frau, die sich, ja, eine Frau, irgendwie, eine reife Frau, ja, keine unreife, irgendwie in 40er. Hat sich ein Autorennen mit jemandem geleistet und ja, wie eine Wahnsinnige überholt, ist da mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Das war so ein Ehepaar mit 2 Kindern und ein Kind ist noch an der Unfallstelle gestorben, das andere dann im Krankenhaus. Und ja, man hat ihr lebenslänglich verpasst. Ich meine, die Verteidigung will natürlich dagegen angehen, ist klar. Und der andere, der mit ihr das Rennen gefahren ist, 4 Jahre. Das ist eine richtig harte Hausnummer. Ne? Also ich meine, das normale lebenslänglich ist ja in Deutschland nicht ein Leben lang, aber so
Ja, 15 Jahre, die sitzt man schon mal, ne? Vielleicht kann man auch nach zwei Drittel, nach 10 Jahren raus, bei guter Führung und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich wundere mich, weil ich dachte, lebenslänglich gibt es immer nur beim Mord. Und Mord, da muss ja eigentlich diese Sache mit der Heimtücke gegeben sein. Dass sie natürlich, ja, sagen wir mal so, ob sie das wirklich billigend in Kauf genommen hat, dass Leute verletzt oder getötet werden, weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich mal nicht. Aber sie war einfach bekloppt. Nein. Und ich meine, ich finde das schon in Ordnung. Ich kann es ja auch hin und wieder mal beobachten, dass sich Leute auf der Autobahn auch irgendwie so Rennen liefern. Nein. Und es ist ja auch verrückt, ey. Was will man denn mit 600, 700 PS in einem PKW im normalen Straßenverkehr? Was soll sowas? Da frage ich mich wirklich. Ich meine, klar, es wird alles gebaut, was sich verkaufen lässt für gutes Geld. Brauchen wir nicht drüber reden, aber ich frage mich wirklich, was soll sowas? Nein. Es verführt natürlich auch. Ich meine, gut, die hatten gar nicht mal so PS-starke Autos. Da waren eigentlich normale Kutschen. Ich glaube, die fuhr so was wie ein Van oder so. Ich meine, gut, viele Autos haben ja jetzt immer gewaltig PS. Wenn man sich das mal so anschaut, was sich da so getan hat, ich verstehe das auch gar nicht, weil das ja immer mehr PS geht ja eigentlich gegen den Gedanken mit dem Verbrauch und Umwelt und so, aber trotzdem, die Kisten haben immer mehr PS. Kleine Kisten in einer Größe, wo wir früher mit, ach, weiß nicht, ich fand schon damals 75 oder 90 PS echt der Hammer, ja. Das ist heute gar nichts. Das hat die kleinste Klitsche, sag ich mal. Na, hoffentlich kriegen wir einen Stopp an der Ampel. Nee, also da muss ich mal mit unserer Werkstatt sprechen, weil ich habe, die haben jetzt ja das, ach so, ja, muss ich sagen, gestern Mittag ging das Auto noch bei uns in die Werkstatt und die haben das gemacht mit der Wartung an der Bremse, ist auch alles toppe. Ach, guck mal hier, grüne Verkleidung jetzt an der Halle, schick. ISO, echt krass. Kleine Täfelchen. Naja, auf jeden Fall wurde das gemacht, alles super, aber dafür haben sie natürlich die Räder abgenommen. Und ja, jetzt habe ich heute eine Unwucht drin. Ne? Ich habe irgendwie eine Unwucht, da muss ich nochmal mit der Werkstatt reden. Also, ich meine, ich gehe mal davon aus, die haben die Schrauben vernünftig angezogen. Ich werde sie nachher in der Firma wohl. Na, nee. Ach, das ist natürlich schlecht, weil ich es ja so eilig habe. Ja, gut, es wird nicht an nicht angezogenen Schrauben liegen. Ich denke mal, vielleicht irgendwie Gewicht aber abgekloppt oder. Ich weiß es nicht. Ich muss das ansprechen, dass ich seit gestern also jetzt eine Unwucht drin habe. Nicht extrem, aber ich habe da doch Gespür für, ich merke, dass da ist eine Unwucht drin. Wir sprechen, werden es mal ansprechen. Man kann ja mit unserem Werkstattmann, also wir haben ja zwei, mit dem einen kein Thema, super Typ. Der andere war in der Vergangenheit sehr, 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 sehr schwierig, aber ich muss sagen, er war dann lange weg, Krankheit, fast ein Jahr raus oder so. Und naja, es hatte sich so ein gewisses Verhalten ihm gegenüber etabliert über die Zeit. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe kein Wort mit dem geredet. Ich habe den nicht mal gegrüßt. Wenn ich was wollte, bin ich zu dem Mann angegangen. Und irgendwie kriegte ich nur mit, so, dass er sagte, mit mir redet ja keiner. Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann rede ich jetzt mal mit ihm. Und was soll ich euch sagen? Es klappt. Früher war das immer so, du hast ein Problem gehabt, bist da hingegangen, hast gesagt, ich habe ein Problem, er immer, wer war's? Wer war's? Was hast du gemacht? Weißt du, nur auf die Tour. Immer so schuldzuweisungsmäßig.
Da hast du natürlich keinen Bock drauf. Na, und vor allen Dingen auch bei Verschleiß, ja. Was soll denn sowas? Da reden wir doch gar nicht drüber. Ja, und dann ging es eine Zeit lang so, wenn man was wollte, hat man oben Bescheid gesagt. Dann haben die dann natürlich geregelt, also haben dem wiederum die Dinge angesprochen. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier anhalten, anhalten, anhalten. Komm, ja. Ja, komm, voran, 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 voran. So. Ich muss mal kurz raus, Leute. Ja, was denn? Ist so Handbremse drin? Alles gut. Alles gut. Er musste sich natürlich davor noch reinschieben. Naja, was soll's? Was soll es, ne? Gleich mal meinen Kollegen anrufen, wie es bei ihm läuft. Also es lief schon mal gut. Er war eine Stunde vor dem Termin da und konnte echt leer machen. Ne? Allerdings war er so früh da, dass der Pförtner da gemotzt hat und hat gemeint, du bist vor fünf, ich muss dich hier eigentlich wegjagen. Aber er meinte, der Pförtner wäre neu. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Bei mir, ach so, ja, mein türkischer Stammstaplerfahrer, der ist krank. Verspannungen. Ich habe gesagt, da kann ja mal rumkommen. Dann gibt es einen Tritt ins Kreuz, ist die Verspannung raus. Nein, Verspannung. Oh, Triumph. Und dann war gestern schon einer da, den ich auch schon kenne und so. Ja, dafür kannst du auch schnell mal die Hupe kassieren, du Lümmel aus Duisburg, Mann. Ey, sprech deine Sprache, du. Ach, ich... Da gibt es so total bescheuerte, es gibt ja immer, also es gibt super gute Videos, es gibt bescheuerte Videos, naja. Auf jeden Fall gibt es da so eine Prank-Geschichte, da geht einer hin und sagt immer, hey, brauchst du Stress oder was, so spinnt er voll rum, ne? Und ja, nicht selten reagieren die Leute natürlich echt, ja, ne? Sie reagieren darauf. Auf jeden Fall, er nach Dortmund. Stehen da zwei, waren jetzt keine Ur-Dortmunder, nein, kann man jetzt nicht. Hoppla, was ist das denn hier für Müll auf der Straße? Great Britain hier, also wie gesagt, keine Ur-Dortmunder, dafür hätte ich fast gesagt, die Haare ein bisschen zu schwarz, egal. Aber schon ortsansässig. Und er geht dahin und sagt, ja, immer seid ihr von hier, die, ja. Und er dann... ja, ich bin extra aus Frankfurt gekommen. Und ich weiß gar nicht, ob die dann gefragt haben, wozu oder so. Auf jeden Fall sagte er, ja, braucht ihr Stress oder so? Ey, so schnell konnte er gar nicht gucken, hatte ihn der eine gepackt. Dann gab es noch drei Worte hin und her. Und dann muss ich sagen, hat dieser, in Anführungsstrichen, Dortmunder einen wunderschönen Fußfeger gemacht. Wirklich. Super, aber ganz fair, ne? Also er hat ihm nicht den Fuß weggefegt und ihn dann einfach aufs Pflaster gestoßen. Nein, er hat ihn gehalten dabei, also die sportliche, die humane Version. Aber in der Ausführung her einwandfrei. Einwandfrei, ja, und da weiß er mal Bescheid. Im Robot sagst du halt nicht so einfach. So, jetzt werde ich mal die Dinger hier runterfahren. Das ist mir nämlich viel zu hell. Immer noch keine Sonnenbrille dabei. Und ja, 8:24 Uhr. Ne, ich werde mal ein bisschen mit meinem Kollegen telefonieren und dann. Also, mich stört diese Unwucht, ey. Also, ich bin da echt gnädelig. Ja, ey, das ist kacke. Das muss ich unbedingt ansprechen. Oder ich weiß ja nicht, wir haben da jetzt so einen in der Werkstatt,
ich weiß nicht, ob das ein Lehrling, Praktikant oder Ferienarbeiter ist, ein ganz, ganz junger Typ und dackelt immer hinter unserem Mechaniker her, ist immer an dem dran. Und naja, nicht, dass der mir hier die Schrauben angezogen hat. Ah, mal schauen. Oder ich spreche es einfach oben an, ey. Und dann hau ich ab. Ich werde denen sagen, ich habe es eilig. Termine. Da muss man schon mal knackig nach Hause. Wacken soll in diesem Jahr keine Schlammschlacht mehr werden. Ich weiß nicht, was sie machen, ob sie Platten auslegen oder irgendwie so Gedöns. Ich weiß auch gar nicht, wie das herzbergmäßig war. Aber eins kann ich euch sagen. Da haben sie doch wieder, diesmal bin ich ja nicht über die B62 am Abreisetag gefahren, weil ich habe schon mal erzählt, dass die Polizei sich dann immer dahin stellt und auf dem Weg zur Autobahn dann einzelne abfängt und kontrolliert. Und jetzt war es auch so, allerdings bei uns da in der Nähe der Firma. Da haben sie sich hingestellt, da ist so ein Platz, wo sie die reinlotsen konnten. Und haben also kontrolliert und garantiert in Richtung hier, Gras rauchen, was weiß ich, weil es ist klar, das ist ein Hippie-Festival und der Grenzfall ist ja noch nicht erhöht und weiß nicht, ob sie sich gesagt haben, da können wir noch mal ein paar abgreifen. Andererseits habe ich zu meinem Kollegen gesagt, alle die sie jetzt da kaschen, wenn dann in einigen Wochen oder Monaten der Grenzwert verändert ist, werden die sowieso dagegen protestieren. Ne? Ah, es ist schon... Da fingen Kollegen an. Ja, ich fahre da andersrum. Ich sage, wieso willst du denn andersrum fahren, wenn ich anhalten? Dann sagst du, ey, ich komme da nicht von dem Festival, ich komme hier von der Firma, gerade von meiner LKW-Tour und tschüss, ne? Ja, aber die hatten mehr rausgezogen und dann waren ihre Kapazitäten ja im Grunde erschöpft. Ne? Da müssen wir erstmal alles durchchecken. So, aber ich würde sagen, ich komme später nochmal durch. Ne? Wie gesagt, so ein paar Sequenzen werden wir mitnehmen. Mal gucken, vielleicht am Ende oder so, dass ihr seht, ob ich das gepackt habe mit dem frühen Reinkommen. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Bis dann. Ja, hallo Leute, die Tour hier heute am Dienstag, dem 30. Juli, neigt sich dem Ende zu. Wir haben noch 17 Kilometer, 14 Minuten und ja gut, wir hatten ja so 11:46 Ankunft, wir haben 11:55. Ich habe bei Heppenheim, da war irgendwie aus irgendeinem Grund, den man hinterher nicht erkennen konnte, zähfließender Verkehr. Oder stockender Verkehr, aber im Großen und Ganzen lief das noch. Und naja, wichtig ist halt, ich komme um 12 oder kurz vor 12 an, also mit anderen Worten kein Problem, bis 13 Uhr zu Hause zu sein, damit dann alles klappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Sprich, meine Frau kann dann mit der Tochter in die Stadt fahren und ich werde mich um Enkel Theo kümmern, ne? Ja, nach wie vor einiges unterwegs, ja auch urlaubstechnisch. Und Wacken ist ja, man sieht jetzt schon wieder Autos mit BOA, Wacken Open Air. Ja, ich hatte noch mit meinem Kollegen eine Weile telefoniert, aber dann gab es immer wieder Probleme. Er vermutet, das liegt sehr stark an O2. Er hat mich ständig nicht mehr gehört. Er hat dann immer wieder angerufen, aber es hat keinen Sinn gemacht. Am Ende hat er dann das abgebrochen. Wir werden morgen früh uns wieder sprechen. Das ist ja gesichert. Es machte keinen Sinn, er war ja auch eine Stunde vor mir drin. Also, wie er schon gesagt hat, er trinkt schon seinen ersten Kaffee, wenn ich hier auf dem Hof einlaufe.
Aber ich bin zufrieden. Mit anderen Worten, der Dienstag ist auch gut gelaufen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass hier auf den letzten 15 Kilometern noch gravierende Probleme auftreten. Ja, 26 Grad mittlerweile. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer hier drinnen. 23. Kühle 23. Also da kommt echt gut kühle Luft raus. Aber nicht trocken. Eco-Klima. Das ist besser für die Schleimhäute. Und ich mache es auch nie zu kühl. Ich verstehe auch nicht, wie manche Leute, wenn draußen 30 Grad sind, sich da über das Klima irgendwie irgendwas unter 20 Grad einstellen können. Das wäre mir total unangenehm. Also ich sag mal so, jetzt haben wir 3 Grad unter der Außentemperatur. Also mehr als 4 Grad unter der Außentemperatur gehe ich in der Regel nicht. Weil das ist einfach zu heftig, wenn man dann rauskommt, dann kriegt man ja einen mit der Keule. Also sprich, wenn 30 Grad sind draußen, dann stelle ich mir hier durchaus auch 26 Grad ein. Ne? So, wir greifen nochmal an. Ne? Könnte klappen. Wir haben ja nicht so viel drauf. Kein volles Auto. Was man auch merkt, ne? Das natürlich hinter mir jetzt packt in der Kürze der Strecke, ist sehr, sehr fraglich. Vielleicht weiß er auch, dass das gleich hier für mich Schicht im Schacht ist. Ah, jetzt kommt er mit dem PKW hier rüber. Ja, wir fahren jetzt quasi, wie ich die ganze Woche immer hier rausfahre. Wir werden ja Donnerstag wieder Alsfeld-Ost rausfahren, dann über Land. Und Freitag mal schauen, wo es hingeht, ne? Ist alles offen. Ist aber flott unterwegs. Ah, wie flott? 105. Aber er darf ja eigentlich gar nicht mal 100 fahren. Er hat ja kein 100er Zeichen dran. Und ja, so nach 110 ist er sogar gefahren. Und man bekommt ja für so einen Anhänger auch gar keine 100er Zulassung. Dafür muss er ja gebremst sein. Bremst und Dämpfer.
diese einfachen Hänger, so wie auch der, den ich habe, die haben ja nur Federn. Keine großartigen Stoßdämpfer oder so. Ich meine, Stoßdämpfer gebremst. Und dann hast du eine Chance auf eine 100er Zulassung. So, 6 Minuten 50 noch. Und dann haben wir es geschafft für heute wieder. Ja, scheint wohl auch die ganze Woche noch die Vertretung unten in Gaggenau zu sein. Was jetzt gar nicht so übel läuft. Weil die Jungs, die sind halt nicht so früh da, haben also nie vorgeladen. Dann bekomme ich die eigentlich immer dazu, dass wir ja entladen und beladen und ich mir die Tauscherei mit dem Auflieger sparen kann. Hat ja schon gesagt, eine kleine Unwucht wohl in den Rädern, aber das werde ich heute nicht ansprechen, weil wie gesagt, ich will zügig weg. Genau, deswegen werden wir schon mal anfangen, hier ein bisschen abzubauen. Schon mal im Vorfeld. Und oh, 25,4. Guter Verbrauch, würde ich sagen. Schwellwert ist ja 27 Liter. Nee, ich bin ja voll runter, aber runter ist immer etwas besser vom Verbrauch als rauf. Und da ich ja runter voll und rauf eben nicht voll, ja, 25,4 ist gut. Ich bin sehr mit zufrieden. Ja, mal schauen, ob ich heute noch was getan kriege zu Hause. Gestern habe ich es wenigstens geschafft, die Körner abzuholen und meinen Rasen zu mähen. Als ich die Körner geholt habe, musste ich feststellen, dass es das richtig bringt, dass ich wieder mit den Liegestützen angefangen habe. Ich hatte eine Weile ausgesetzt, aber ich mache jetzt wieder brav jeden Abend 30 oder ein paar mehr, 33 Liegestütze. Und ich weiß noch, vor ein paar Wochen, da habe ich auch 50 Kilo Weizen geholt und da fand ich den 50 Kilo Sack echt übelst schwer. Gestern war er immer noch schwer, aber machbar halt, ne? Geiles Wohnmobil mit geiler Farbe, was uns da entgegenkam. Hier gibt es immer so den Schwellwert 50 km/h für die Kurve. Weil wir wollen ja nicht geradeaus in die Büsche fahren. Aber auch nur, weil ich das Ding hier kenne. Also Abfahrten, die ich nicht kenne, 30. Ja, und hier unten, da wird ja fleißig gebaut. Wie gesagt, LKW-Parkplatz mit 70 Plätzen
eine Tankstelle und ein McDonald's. All das soll hier unten entstehen. Ihr könnt es sehen, ne? Riesige Fläche, diese hier, ganze Felsen. Im Oktober soll das schon eröffnet werden, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe schon gesagt, da wird der eine oder andere Fahrer vielleicht mal ein bisschen zunehmen, sich öfter mal da verköstigen. Ja, das war jetzt nur so ein kleines Dingelchen heute am Dienstag, so ein kleines Extra, sag ich mal. Ich würde sagen, wie immer, bleibt mir alle gesund. Wo wartet er denn? Die tauschen ja bei uns immer die UPS-Leute. Und macht schön gut.